So, herzlich willkommen zu einem neuen Spielprojekt. Let's play, let's test, play, game, Was auch whatever. immer. Was auch immer, ja. Wie So man ein sieht, Tagebuch. ja, wie so ein Tagebuch. Wie man sieht, wir spielen DayZ. Mit dabei ist Kulrich und Mahlzeit. Final Bobo, Bobby. 9-9-0-0. 0-0-0, die 0-0, die 0 ganz groß. Ja, wir spielen DayZ auf der PS4, wie man sieht. Wir hatten tatsächlich die Idee, eigentlich schon über einen längeren Zeitraum das Spiel tatsächlich mal zu spielen Zu und es schnell gewesen. aufzunehmen. Nee. Ja, ich und Erik hatten zumindest die Idee. Aber es hat sich immer weiter verschoben. Das war Einfach, dann es irgendwann mal. liegt aber daran hauptsächlich, dass das Spiel halt extrem verbuggt ist. Kaum. Kaum. Überhaupt Kaum. nicht. Falls man bei mir im Video eventuell die anderen beiden immer mal ein bisschen verzerrt oder so hört, es liegt momentan einfach an PSN oder an meinem scheiß Router. Das wird sich hoffentlich ändern. Das klärt sich die nächsten Tage alles Genau. gut. So, ja, wie man's. Wenn das wird ja die erste Folge erstmal sein, um alles einzustellen, Lautstärke, dies, das. Genau. So, ja. Jungs, ich bin wie gesagt in Zelnitschni gespawnt. Wir haben tatsächlich jetzt Oh. unseren Server gesucht, wir werden den Server aber nicht zeigen. Einfach, ne. Aus dem Grund, Ja, ja, kein Bock. wegen Abfacker. Ja, ne, nicht unbedingt nur wegen Abfucker, einfach aus dem Grund, wir wollen nicht unbedingt, dass die Server dann extrem dicht gemacht werden, weil dann Voll sind. 10.000 Leute dort rein. Oh, ich habe was zu essen gefunden. Hey, ich habe eine Sniper Du hast gefunden. einen 40er. Alter. Es geht schon wieder gut los, Ich weiß gar Erik. nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin Berenzino. Könnte fast so sein. Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt hier Maisie. DayZ oder Dates. Dates. Wir spielen jetzt Schmelzi. Maisie, Es könnte genau. auch eine andere Form von Warz sein, aber Warz. Warzet. So. Ja, einfach mal gucken. Also wie gesagt, von vorne weg, das wird auf jeden Fall ein unfassbar. Schönes Projekt. Wahrscheinlich manchmal mit mehr Rage idiotischem, als andere. mit mehr dumm idiotischem Dasein als alles andere. Liegt einfach, wie gesagt, wie ich es schon angesprochen hatte. Oh, das so wird restarten in 15 Minuten. Also wisst du ungefähr, wie lange die Folge gehen wird. Die erste Folge. Die erste Folge. Easy. Extra kurz, danke so, Restart. Liegt einfach daran, dass das Spiel echt extrem viele Fehler noch hat und viele Bugs. Ich glaube, der größte Bug oder der nervigste Bug ist, dass man manchmal Dinge in der Hand hat für andere oder nicht in der Hand hat, obwohl man was in der Hand hat oder obwohl man nichts in der Hand hat. Ah, ich glaube, die meisten Leute wissen da schon was, weil sie Ja. Hey, der schon. einfach von Faust erschossen wird. Genau, wenn man einfach von Fäusten plötzlich erschossen wird, weil der Gegenüber bei sich eine Pistole hat, bei dir hat er halt Oder von nichts in der einem Hand. Zelt. Oder von einem Zelt. Das ist, glaube ich, wieder eine ganz andere Story. Ich glaube, derjenige, der von einem Zelt von uns erschossen wurde, der freut sich übrigens, der. Das ist so ein Müll gewesen. Ja. Nein. Deswegen wird's echt verbuggt wie Hölle werden. Ich nenne es jetzt einfach mal so beim Namen. Ne? Hä? Was soll dazu gesagt? Also, ich bin gerade hier auf dem Friedhof und anscheinend haben die hier einen Gürtel angebetet. Keine Ahnung. Friedhof? Ja. Wo Bist du? bei den Zeugen Jehovas ist da wieder eingereist wahrscheinlich. Ach so. Bei den Zeugen Jehovas. Jehovas. Die Jehovis. Liebe Grüße geht raus an Ronny. Ronny, an meinen Chef. Heißt es so das? Ja, Ronny. Ronny, du Also ich habe geile schon Sau. mal 2000 Fressen gefunden, was eigentlich gar nicht mal so üblich ist bei mir am Anfang. Mal kurz vorm Abnehmen Ich habe gewesen. eine Dose. Ich habe tatsächlich schon eine Dose Essen. Ich habe eine Eispickel. Ich habe eine Waffe. Und das Wichtigste, ich habe eine Angelrute mit Haken. Also ich habe nur eine Angelrute. Ich habe null Ahnung. Ich habe null Ahnung. Danke, Bobby, für dein. Aber ich habe eine Sarka-Autotür. Ach ja, ihr Sarka. könnt ja. Ich werde den Ja. Kfz. Also man sieht es auch teilweise schon bei Ich. mir, wenn ich jetzt die Zombies im Nahkampf mache. Es laggt a little bit shit. Man kann es auch, wie gesagt, nicht ändern. Das ist ein Server, wo wir des Öfteren drauf gespielt haben schon. Wir haben uns tatsächlich vor uns auch selber umgebracht, alle Mann. Weil wir dachten, wir wollen nicht hier voll equipped, sondern einfach mal den Anfang vielleicht zeigen. Beziehungsweise ich habe Eric umgebracht, Ja, die Jungs immer wieder selber. gerne. Ich habe irgend so einen Bambi erschossen, der mich plötzlich mit Fäusten angegriffen hat in Elektro. Keine Ahnung warum. So, den habe ich erstmal das AKM-Magazin reingedrückt.
So, und ja. Obergeil. Hallo, der hat den Krieg angefangen, nicht ich. Ich hab Erik Osaka im Magazin in die Fresse gehauen. Weiß nicht, Bobby, kommst du jetzt zu mir? Also, wir treffen uns oder wie läuft das? Du, Schon. ich muss erstmal wissen, wo ich hier bin. Na, warst du nicht bei Rifty oder so? Treffen wir uns in Zonichi. Alles klar. Ja, dann komme ich einfach dann hoch, jetzt joggen wir ein bisschen. Hi Reh, was machst denn du auf dem Dach? Bei mir. Falls ich ein Reh auf dem Dach sehe, schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Hey, hier werden keine Zuschauer Alter. weggeklaut. Alter, den. Ich weiß schon, wen ich als erstes wegschieße. So, mein erster Kill. Meine Aufgabe. Leute, ich hab ein Ja. Geschenk gefunden, Leute. So. Echt? Gibt's hier Geschenke? Scheint so. Ja. Aber das Geschenk hat kein Loot. Dann ist es schon gelootet. Traurig. Hier war aber noch keiner. Alles klar, bei mir liegt hier ein blöder Zombie, also war hier vor kurzem im Spieler. Also ich denke mal, hier war noch keiner. Also ja. Ich Deshalb werde hier wenig sterben. Man schare, man schare. Das ist ein Ich habe jetzt schon ein Zombie. bisschen was Ich sehe gefunden. Ich nichts. habe eine Schaufel, also wir könnten uns im Notfall sogar Fressen anbauen. Weiß einer, was. Bitte? Was passiert, Zum wenn ein Zombie schlägt? Zurückfahren. Was passiert, wenn ich das Reh oben auf dem Dach töte? Mit der Waffe oder so. Fällt das auch runter oder? Kann doch was passieren. Ich habe gerade einen toten Spieler gefunden. Ja, das war ich nicht, ja. Ihr Ist Schweine. klar. Ich habe mein P5 Magazin. Geh auf meinen Kanal und guck dir das Video an. Ja. So. Das Einzige, was ich von dem Wenn Spieler ihr nicht einen kriege, ist toten sein Spieler sehen wollt, schaut bei Kevin vorbei. Ja. So, ja, was soll man noch zu Daisy sagen? Keine Ahnung. Ich habe die Alpha damals auf dem PC gespielt, muss man sagen. Ich glaube, die meisten kennen es wahrscheinlich auch eher tatsächlich von der Alpha. Es ist grafisch, ist es. Gut, man kann sich jetzt streiten. Ich finde es tatsächlich grafisch Ein Augenschmaus. nicht schöner als die Alpha damals. Ich fand die Alpha auf dem PC wesentlich schöner. Ja, ich weiß, PC und PS4 ist ein Unterschied. Ja, trotzdem war ja Alpha, ne? So. Aber wie gesagt, ich finde, weiß ich nicht, hier ist das tatsächlich. Komm ich hier zu viele Zombies entgegen? Ich krieg erstmal eine scharfe Fortschnauze. Die aber. Ich finde es einfach tatsächlich zu bunt. Also, Also was Kevin mit zu bunt meint, auch auf der PC-Version sah es halt wesentlich gräulicher Es war halt ein aus. bisschen mehr, genau, es war ein bisschen mehr gräulicher gemacht. Und ja, man, das war Wie halt, jetzt weiß ich eine nicht. typische Küstenstadt Ja, oder Land. man hat halt so ein bisschen mitgekriegt, dass da wirklich irgendwie was los ist, wie Apokalypse. Ne? So, danke an das Auto, was draußen gerade bei meinem Fenster vorbeifährt. Ich wohne ja wieder im Krisengebiet. Ja. Thomas! Der LKW-Fahrer dachte, oder der hat keine Ahnung, Crossmaschine. Nee. Muss ich sagen, hat mir einfach besser gefallen. Ja, es war halt. Es hatte seine Bugs. Am Anfang konnten Zombies durch die Häuserwände und sowas laufen und durch alles andere. Ne? Das können die Zombies hier zwar nicht. Sie stecken sich maximal in Wände rein oder in Türen. So. Aber. Alles laut, Tür geht auf. Ohne Tomate. Ja, Ja, aber. gut, ich habe einen Blut. Das ist. Was sagt denn ihr beide zu Daisy? Also. Vorschläge, Also, Verbesserungen. das ist also bestimmt. bei, Die wo Liste wird soll ich da lang. anfangen? Die Liste wird lang. Okay, gut, 15 Das Minuten. Ding Ihr habt ist nur noch 10 halt, Minuten, denkt dran. Kevin kennt meine Meinung zu Daisy. Ich muss einfach sagen, ich habe viel zu viele Bugs für den Preis, den man zahlen musste. Muss, ja, das, Entschuldigung, wenn ich das schon unterbreche. Man muss sagen, DayZ hat für die PS4, als es rauskam, ist da bis 50 Euro oder 40 gekostet. Ja, 50. Hat's gekostet, also, und es war, ist oder ist ein Vollpreistitel, also ein vollwertiges Spiel. Ah, und bei mir sieht man schon wieder sehr schön, sorry, dass ich unterbreche, Ja. aber ich sehe einen Zombie, schlage ihn und er kriegt keinen Schaden. Ja, so. Und er schläft mich einmal, ich blute. Es ist halt, ne, für 50 Euro ist es einfach. Sehr hab ich. Es ist ein bisschen traurig, dass man da nicht mehr gemacht hat. Wie gesagt, ich kenne es von der Alpha. Die Alpha hat damals 24 Euro, glaube ich, gekostet bei Steam.
Und selbst der Entwickler hatte damals gesagt gehabt, wo die Alpha rauskam, man sollte das Spiel eigentlich noch gar nicht selber holen, weil es halt noch total verbuggt ist und sonst was an Fehlern hatte. Es haben trotzdem, ich glaube, innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen hat es 40.000 oder Millionen, keine Ahnung, irgendwas in der Dreh, an Verkäufe gegeben. 40.000. So, die haben tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten haben die tatsächlich Rekorde gebrochen. So, es ist ein geiles Spiel. Wir hatten alle schon unsere Momente im Spiel. Das Spielprinzip ist halt das Geile, was auch viele fasziniert. Das ist trotzdem eins meiner Aber Lieblingsspiele. das Problem, was ich habe, halt hatte einfach auch sehr oft jetzt auf der PS4-Version. Dinge verschwinden, die Gegner können durch Wände sehen und all die Sachen, wo du dir dann denkst, warum soll ich jetzt weiterspielen? Richtig, das ist alles Aber trotzdem, packt es dann wieder ein, dann fängst du wieder neu an mit ein paar Kumpels. No, das ist halt das andere, das DayZ-Feeling. ja, Das ist das wirklich. ist es ist also halt die Feeling heißt nicht für mich, ich logge mich auf den Server 5-mal aus. ist zwar wirklich, ja, ist zwar wirklich scheiße, dass du dich halt so oft reloggen musst, dass das Spiel so viele Fehler hat, das ist wirklich schade. Weil hätte das Spiel das nicht, würde es ganz anders gefeiert werden mittlerweile. Natürlich. Also für mich ist es trotzdem noch eins meiner Lieblingsspiele. Und wird so weiterhin bleiben. Auch wenn Also ich manchmal Teammates umknalle. ich glaube, ich darf mich dazu nicht äußern, weil ich dann nur solche Kommentare bekriege. Das ist ja schon dein Real-Life. Ja. Ja, das ist ja wirklich was anderes bei dir. Also ich Was kenne die die da Map halt finden, in- und auswendig. auswendig, das ist einfach so. Ich weiß, wo ich langlaufe, ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, wo es was gibt. Deswegen werde ich sehr oft gedemütigt deswegen und sehr stark diskriminiert. Ich möchte gerne, ne? Alter, Kevin, wenn ich das gefunden habe. Oh Gott. Teddy Bear, verpiss dich. Nein. Dein Glück. Ich eine PUBG-Brennpfanne. Geil. Die für 5000 Punkte oder was? Die teure? Oh. Ja, es kommt auch bald ein Update. Oder es soll dem. Was ist denn das? Ein Feuer? Hoffentlich. Was ist ein Petrol Light? Ist das ein Feuerzeug? Ja. Ja. Jo. Ja. Cool, ich habe ein Feuerzeug gefunden. Also man muss ja dazu sagen, dieser Server, das ist kein normaler offizieller Server, das ist ein Community-Server. Das heißt, dass der halt auch modifiziert wird dann mit Loot, mit Tageszeit und ich glaube auch bei den Zombies ein bisschen was. Naja, es ist halt gemoddet, dass da. Es gibt Items, die eigentlich so noch nicht ins Spiel implementiert wurde. Oh, dieses Wort ist so schwer. Da Wie zum gibt's. Beispiel jetzt meine Bratpfanne oder hier Ja. das Paddel, was ich gerade gefunden habe. Genau. Das findest du ja normalerweise nicht im Ja, normalen Spiel. oder das Feuerzeug. Ne? Es gibt halt Items, die sind von. Ja, von anderen oder vom Admin einfach hinzugefügt wurden. Haben die wahrscheinlich in den Dateien irgendwo gefunden oder wie auch immer. Und. Ja. Deswegen. Was mich tatsächlich am meisten so in DayZ stört, ist, glaube ich, das Verhältnis vom ganzen Loot-System. Ich glaube, das hatte ich den Jungs auch schon mal gesagt gehabt. Was Dass für man halt Loot oder wirklich. Blut? Blutsystem, genau. Es gibt. Ja, das Blutsystem hat eigentlich auch was. Ne? Das Loot-System ist einfach so: Du bist startest an der Küste, dass du da kein High-End-Equip findest, ist normal. Aber je weiter hoch du kommst, umso übertriebener wird es tatsächlich, was Waffenmagazine angeht, Munition. Also, ne? Denke halt deine Rede kurz noch so 5 Minuten. Ja, danke. So. Hey, ich hab's Wette geschenkt. Sehr schön. Munition etc. wird es halt extrem viel und auch extrem in Übermengen. Ist jetzt, wie gesagt, das ist meine Meinung. Und ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Ich fand es damals richtig angenehm in der Alpha, dass du Munition sehr rar gefunden hast. Das heißt, du musstest überlegen, ob du jetzt schießt, wie du schießt und ob sich das auch überhaupt lohnt. Du musstest dir einzelne Munition zusammen sammeln und hast nicht einfach gleich 5, 6 Päckchen von 3 Zelten gefunden, 3 Military-Zelten. So. Hier wird es auf jeden Fall, wieso wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir eine Menge Muni finden. Also wir nehmen den Server jetzt so wie es ist, ne? Abgesehen, also ohne jetzt darauf einzugehen, was ich jetzt hier sage. Und ja, hier steht ein Zombie mitten auf der Wiese. Aber ich würde sagen, wir spielen halt normal, nicht so wie immer durchwaschen, sondern wir lassen uns mal wirklich Zeit, würde Ja, ich fast sagen. das stimmt. Also. Frage an euch beide. Wollt ihr, sobald wir uns treffen,
das Party-System lassen oder in-game Voice Chat benutzen? Fürs Feeling. Puh, das ist eine gute Frage, ne? Das ist wirklich eine gute Frage. Das Problem ist halt, weiß ich nicht. Wenn du Spieler triffst, die jetzt nicht unbedingt Bock haben zu quatschen oder die selber ja zu zweit spielen und in einer Party sind, dann bist du sowieso ja. Ziel Nummer 1 und dann tust du dich auf jeden Fall schon mal sehr stark verraten. Ja. So. Ja, klar. Das andere ist halt, wenn, ja, puh, ne, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man das Schnellmenü öffnet, ob dann die Aufnahme abgebrochen wird. Wisst ja, du? Das riecht ab. Ah, okay, das ist schlecht. Das ist halt dann auch das nächste Problem, das kann ich halt noch ansprechen. Die Kommunikation, du musst halt erst PSN-Taste hier drücken, musst dann auf Spiel oder Chat, oder was ist das, Sprachpriorität, ja, ja. Ne, genau, umstellen auf Spiel. Auf Spiel. Oder halt so, Party. Genau. Das ist halt trotz. Und ich meine, auch wenn du in der Party bist, kannst du trotzdem noch, also bei uns ist das ja Pfeiltasten nach unten, ja, kannst dann, du drücken ja. Halt für, aber es funktioniert halt nicht, weil du bist in der Party, die Priorität ist halt Party. Das ist halt auch sowas, so ein Feature, was ich halt auch einfügen würde, dass du halt auch wenn du in der Party bist, einfach runterdrückst und automatisch ein Spielchat switcht. Genau, so, das wäre also was Einfaches, ne? Oh, ich habe auch eine gute Bratpfanne gefunden. Naja, ich habe meine weg schon weggesprungen. Nimm zu viel Platz weg, die kannst du nirgendwo hin. Alter. Ich habe den ersten Spieler gefunden. Oh, bei mir ist auch einer. Wir sind zwei. Hallo. Ja, bist du das? Erik, bist du das? Ja, hinter dir ist einer mit der Schreuzer. Der zielt? Nee. Doch, der hat gerade gezielt. Ja. Nimm doch mal die Pfanne in die Hand. Ja, jetzt wieder auf dich. Aber jetzt springt er. Der hat einen Repeater. Oder? Nee, das ist ein Schrotflinter. Oh ja, der 100 PK 33. So, jetzt geht's zum Beispiel schon los. Wir könnten jetzt nicht mit dem großartig reden. Das ist es ja. Ja. So, ja, man sieht aber das. Aber ich denke, der ist friedlich. Ja, ich hoffe es einfach mal. Ich habe eine Place gefunden. So, wir sollten jetzt mal kurz hier weg, weil in ein paar Minuten ist der so restart. So, also, Fazit, das ist DayZ. Wir spielen es auf jeden Fall erstmal. Und der ist zum Beispiel Lenny gewesen wahrscheinlich. Ja, ich habe trotzdem keinen Bock mit dem zu reden. Und ja, dann würde ich sagen, danke für alle, die sich die ganze Scheiße antun. Und ja, ne? Habt ihr noch was zu sagen? Ich will noch was sagen. Bis zur nächsten Folge. Von Let's Play Minecraft. Ja.